Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt es schon im Titel gelesen, ich habe heute meinen Lesemonat, meinen Monatsrückblick für den August 2020 für euch. Ich zeige euch die Bücher, die ich im August gelesen habe und erzähle euch ein bisschen was darüber. Ich habe im August ein paar Bücher gelesen, es sind einige geworden, das finde ich auch richtig gut und deshalb fangen wir jetzt auch direkt einfach mal an. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist Was mir von dir bleibt von Adam Silvera, ein Roman, in dem es um Griffin, ich glaube er heißt Griffin, genau. Es geht um Griffin, der immer daran geglaubt hat, dass er irgendwann mit seiner Jugendliebe Theo wieder zusammenkommt. Vor einiger Zeit haben die miteinander Schluss gemacht. Griffin hat mit Theo Schluss gemacht, damit Theo ans College gehen kann, wovon er immer geträumt hat. Aber Griffin war davon immer überzeugt, dass ja, die beiden am Ende irgendwann wieder zusammenkommen. Doch dann stirbt Theo ganz plötzlich und unerwartet und Griffin findet ja, gerade Trost eben in Jackson, Theos letzter fester Freund. Ja, und dieses Buch ist genau das, wonach es auch scheint. Es ist ein Liebesroman, ein romantischer Roman eben zwischen dieser Liebesgeschichte. Das wird immer abwechselnd erzählt, einmal in der Gegenwart und einmal dann in der Vergangenheit, wo wir sowohl die Anfänge der Beziehung zwischen Theo und Griffin kennenlernen, aber auch alles, was so dann danach und dazwischen passiert ist. Und halt eben dann die Gegenwart, wo halt eben Griffin damit, ja, versucht damit klarzukommen, dass Theo halt eben gestorben ist. Ja, also, mir hat das Buch gut gefallen. Nicht übermäßig gut, was vor allem an ein paar Kleinigkeiten lag. Die Geschichte ist auf jeden Fall unfassbar berührend und wirklich sehr emotional und hat mich wirklich sehr mitgenommen. Die Charaktere sind alle sehr liebenswert und ja doch, also es ist ein bisschen, ach, es ist einfach schön. So, was hat mir dann nicht so gut gefallen? Also eine Sache, die mir vor allem nicht gut gefallen hat, ist, dass da irgendwie alle mit allen schlafen. Das finde ich ist so, die poppen alle irgendwie miteinander und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich finde, das ist halt auch irgendwie ja so ein Klischee, was man irgendwie von schwulen Jungs hat und ich finde, das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, muss man das unbedingt so darstellen? Weiß ich nicht, fand ich irgendwie nicht so toll. Und auch wie diese, ja, sexuellen Szenen beschrieben werden, das hat, finde ich, was sehr Pornografisches. Und wie das beschrieben wird, ist, finde ich, ja, so wie man sich Sex vorstellt, wenn man noch keinen Sex gehabt hat. Und das ist so, ich weiß nicht, ich finde, das ist nicht das, was so ein Buch rüberbringen muss, unbedingt. Es ist natürlich jetzt ein super Anfang für dieses Video, hier direkt über so einen Kram zu reden. Aber, ja, ich finde, das ist nicht unbedingt so, wie man ein Buch, was sich ja auch an jüngere Menschen richtet, irgendwie, ja, ich finde, man könnte das ruhig so darstellen, wie es halt auch wirklich funktioniert. Und das ist halt hier eben nicht so. Und das ist so das, was mich wirklich gestört hat. Aber ansonsten ist das Buch ganz, ganz toll. Also so die Geschichte an sich ist echt stark. Was mich auch echt genervt hat, ist, ich habe das Buch gelesen, als es hier so super, super heiß war. Und dadurch hatte ich immer öfters schwitzige Hände. Und das Buch ist halt nicht beschichtet. Also es ist halt einfach nur diese ganz normale Pappe irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist hier total einfach aufgeribbelt von der Feuchtigkeit, wenn ich das Buch in der Hand hatte, hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Und das ist, also so schön das ist mit dieser Pappe, ist es doch dann ein bisschen nervig, wenn man das halt irgendwie so, ja, dann anfasst und so leicht feuchte Hände irgendwie hat, dann löst sich das so ein bisschen auf. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten ist es sehr schön und es ist schon eine Empfehlung, aber also die Sachen, die ich erwähnt habe, das ist schon ein bisschen schwierig und hat mich so ein bisschen gestört. Dafür war das nächste Buch aber ganz, ganz toll. Und zwar ist das Neil Schusterman vollendet. Ihr habt mich dazu gebracht, dieses Buch zu lesen, denn es stand auf meiner 20 für 20 Liste und ich habe in meinem 20 für 20 Update, Halbjahres, wie auch immer, Video gesagt, dass ich da überhaupt keine Lust drauf habe. Und ganz viele von euch haben gesagt, nein, du musst das Buch lesen, das ist wirklich toll. Und es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Danke, 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 dass ihr mich dazu gezwungen habt. Und ich will auf jeden Fall weiterlesen. Es ist eine Tetralogie, es sind 4 Bücher und ich freue mich richtig auf den nächsten Band.
Es geht um drei Jugendliche, drei Kinder, die halt eben vor dem Staat weglaufen. Denn in der Welt, in der dieses Buch spielt, ist es in Ordnung, wenn man seine Kinder irgendwann oder Waisenkinder oder was auch immer halt zur Umwandlung freigibt. Da werden die komplett gespendet, also quasi als komplette Organspende. Alles wird von denen verwertet, also von jeder Gehirnzelle bis zu den Haaren. Alles wird verwertet und ist die Geschichte von diesen drei Jugendlichen, die halt eben sich so ein bisschen dagegen wehren und da ein bisschen aufgebären. So, da bin ich gerade kurz unterbrochen worden. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich gewesen bin, aber das Buch hat mir super, super gut gefallen. Es ist eine ganz klare Empfehlung, falls ihr die Reihe noch nicht kennt. Das ist das erste Buch, was ich von Neil Schusterman gelesen habe und ich bin jetzt auch versucht, mir das in der neuen Ausgabe zu kaufen, denn ich finde diese Ausgabe unfassbar, unfassbar hässlich. Aber es gibt jetzt, ich glaube, im broschierten Format eine neuere Ausgabe, die ist schwarz, da sind so Gesichter drauf und das finde ich eigentlich echt cool und vielleicht hole ich mir die Reihe dann lieber in dieser Ausgabe, weil dieses Buch sieht halt einfach wirklich grauenhaft aus. Also ich finde das ganz schrecklich und es passt, finde ich, auch nicht zu dem Buch. Es passt nicht zu dem, was darin passiert, weil ich finde, wenn man das so sieht, ich denke irgendwie an so einen Horror-Gemetzel-Streifen-Gedöns-Krams und das ist es halt einfach nicht. Es ist halt schon ein vielschichtiges Buch, wo es halt wirklich auch um wirklich ernste Themen geht und dieses Cover passt einfach nicht dazu. So, und dann kommen wir zu, ich würde sagen, meinem Monatshighlight. Ein Buch, was ich wirklich unfassbar, unfassbar geliebt habe. Und zwar ist das Ready Player One von Ernest Cline. Ein Buch, das mir die Steffi geschenkt hat und mich gezwungen hat, es zu lesen. Und danke, 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 denn es ist wirklich, wirklich toll. Es geht um das Jahr 2044 und ein Milliardär hat den Schlüssel zu seinem Milliardenerbe in einem Online-Spiel versteckt, in einem Virtual Reality Online-Spiel. Und ja, es geht halt eben darum, dass halt eben ein Junge, ich habe seinen Namen vergessen, oh Gott, wie heißt er denn? Wade macht sich auf, dieses Erbe zu finden. Und ja, es ist wirklich super spannend. Was super interessant ist, ist, dass halt in diesem Jahr 2044 die 80er total in sind und deshalb ist strotz dieses Buch vor 80er-Referenzen und ich liebe die 80er, habe ich nie mitbekommen, aber trotzdem ein ganz tolles Jahrzehnt und dieses Buch ist voll mit Referenzen und Anspielungen dazu. Ansonsten ist dieses Buch einfach voll mit popkulturellen Sachen, also sowohl Musik als auch Computerspiele und Spieleautomaten und alles mögliche ist wirklich super in diesem Buch verwurstet und ist auch ein ganz großer Teil von diesem Buch. Also, wenn ihr wirklich überhaupt nichts mit Computerspielen oder nerdigen Sachen, also so wirklich Computerspiel-Nerd-Krams anfangen könnt, dann würde ich das Buch auf jeden Fall nicht empfehlen, denn ich glaube, dann ist das ziemlich langweilig. Weil ein ganz großer Teil dieses Buches macht es halt für mich eben, machht für mich halt eben diese Retro-Computerspiele irgendwie aus. Und wenn ihr euch da überhaupt nicht für begeistern könnt, dann würde ich das nicht empfehlen. Aber ansonsten ist dieses Buch wirklich grandios gut gewesen. Ich bin da nur so durchgeflogen. Also das hat auch über 500 Seiten, aber es ist so, in einem Rutsch war ich da gefühlt durch. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Die Charaktere sind unfassbar liebenswert. Und man muss sich da ganz oft einfach dran erinnern, dass Wade, der ja nun mal der größte Teil der Handlung passiert, eben in diesem Online-Computerspiel. Und man muss sich ganz oft daran erinnern, dass der eigentlich ja bei sich zu Hause sitzt und halt nicht in dieser wirklichen Welt ist. Aber es ist halt so unfassbar real, diese Virtual Reality Welt, die Oasis, die ist halt einfach gigantisch. Und hinten steht auch drauf, wer Games und die 80er liebt, unbedingt zugreifen. Und das würde ich auch so unterschreiben. Also wer Games und die 80er liebt, das ist einfach das perfekte Buch. Ansonsten, ich bin jetzt auch nicht so super begeistert von Computerspielen. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so unfassbar gut aus. Ich kenne so die paar Sachen, ich weiß, was eine Atari-Konsole ist und so ein Kram. Da kenne ich mich mit aus. Aber jetzt nicht so in die Tiefe gehend. Ich habe das alles schon mal irgendwie gehört und man braucht jetzt wirklich kein tiefgehendes Wissen. Also ich will euch jetzt hier nicht von diesem Buch abschrecken oder so. Es wird alles auch nochmal erklärt, was das ist in irgendwie einem schön formulierten Nebensatz. Also man muss jetzt nicht super viel Wissen haben, aber so eine gewisse Grundbegeisterung für so technische Computerspiele, die sollte schon vorhanden sein. Aber ansonsten kann ich Ready Player One von Ernest Cline wirklich, wirklich nur empfehlen. Und da kommt jetzt bald auch ein zweiter Band raus. Ich frage mich zwar, wie das weitergehen soll, denn ich finde, das Ende ist eigentlich ziemlich perfekt. Aber mal gucken, ich bin mal gespannt. Das Buch war halt auch sehr erfolgreich und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt deshalb einen zweiten Band gibt. Ich meine, das Buch ist ja jetzt auch schon was älter. Das ist von... Oh, so alt ist das noch gar nicht. Ah doch, guck mal. Die amerikanische Originalausgabe ist von 2011. Die deutschsprachige Ausgabe von 2017. Aber 2011,
das ist ja jetzt fast 10 Jahre her und jetzt kommt ein zweiter Band raus. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie der so wird. Werde ich mir vielleicht auf jeden Fall, denke ich mal, besorgen. Hoffentlich passt er irgendwie in dem Design zu diesem Buch, weil es gibt ja so viele Designs von diesem Buch. Naja, dann machen wir mal weiter mit einer Fortsetzung, die ich gelesen habe in einer Leserunde, und zwar Lieber Dugu, Eisige Wellen. Das ist der zweite Band der Grisha-Trilogie. Tja, also, der erste Band hat mir ja unfassbar gut gefallen. Also der war ja wirklich so, so toll. Goldene Flammen war einfach ein grandios gutes Buch und das habe ich so geliebt und ist ja auch wirklich einfach verschlungen. Der zweite Band kommt da nicht ran. Und damit habe ich auch schon gerechnet. Denn es ist wirklich super schwierig, an so einen ganz tollen ersten Band ranzukommen. Der zweite Band macht vieles richtig, macht aber auch meiner Meinung nach sehr viel falsch. Vor allem der Anfang ist ganz schrecklich. Also das ist wirklich... Das Ende vom ersten Band endet und der zweite Band fängt an und innerhalb von so 20, 30 Seiten wird das Ende vom ersten Band irgendwie über den Haufen geworfen und Alina, die Hauptprotagonistin, ist wieder in derselben Situation wie kurz vor Ende des ersten Bands. Und da habe ich mich dann auch so gefragt, warum hat die Autorin es dann nicht anders enden lassen, den ersten Band, damit halt der zweite Band quasi dann nahtlos wieder anknüpft und nicht halt eben diese 20 Seiten Kehrtwende machen muss. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat der Verlag gesagt, nee, wir brauchen irgendwie ein besseres Ende für den ersten Band, falls der erste nicht so gut ankommt und damit, falls es dann keinen zweiten geben wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Das hat mich auf jeden Fall am Anfang sehr gestört. Wenn man dann mal darüber hinweg ist und die Geschichte dann auch ins Rollen gekommen ist, wird es immer besser. Allerdings muss ich sagen, dass mir gerade die Protagonisten in diesem Band nicht so gut gefallen. Es gibt einen neuen Protagonisten, der ist ziemlich cool, aber der macht auch das nicht auf, weil die machen da sehr viel, ich versuche das jetzt so zu formulieren, ohne zu viel zu spoilern, aber die machen da sehr viele Sachen, die ich finde sehr unnötig sind und was ja generell ein großes Problem von Romanhelden irgendwie immer ist. Viele Probleme könnten einfach gelöst werden, wenn man einfach mal miteinander redet. Wenn man sich einfach mal eine halbe Stunde hinsetzt und einfach mal wirklich sagt, was los ist. Und das gibt es zuhauf in diesem Buch. Es gibt zuhauf Situationen, wo ich mir sage, mein Gott, redet einfach miteinander. Dann ist das einfach nicht so schlimm. Aber das passiert nicht. Und das hat mich wirklich sehr gestört. Wie gesagt, die Geschichte an sich ist solide und macht auch Sinn, aber es wirkt für mich so ein bisschen wie so ein Füllerband. Es passiert jetzt nicht so viel, als dass ich sage, dass es wirklich einen komplett eigenen Band gebraucht hätte. Und man hätte, finde ich, Elemente von diesem Buch noch ins erste packen können und dann die restlichen vielleicht einfach in den letzten Band, und dann wäre auch gut gewesen. Und vielleicht hat das Lieber Dugu auch gemerkt, denn zum Beispiel die Nachfolgereihe, die Krähenreihe, das sind ja nur zwei Bände, das Lied der Krähen und das Gold der Krähen, das sind ja nur zwei. Und ich glaube, diese andere, King of Scars, und ich weiß nicht, wie der zweite Band heißt, aber ich glaube, das soll halt auch nur eine Duologie? Naja, eine Zweiteiler halt werden. Und vielleicht hat sie einfach gemerkt, dass Trilogie nicht so ihr Medium ist. Denn trotz dieser wunderschönen neuen Ausgabe, die ich wirklich zum Niederknien finde, die ist einfach wunderschön, muss ich sagen, dass mir der zweite Band gut gefallen hat. Es ist auf jeden Fall immer noch gut, man kann es immer noch gut lesen, aber es macht nicht so viel Spaß wie der erste. Und ja, ich freue mich aber auf den dritten, ich freue mich auf den Abschluss, ich freue mich auf weitere Bücher von Lieber Dugu, denn so toll war das Buch dann doch, dass ich wirklich weiter Lust habe auf weitere Bücher von ihr. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen von einer Autorin, von der ich auch schon sehr, sehr viel gelesen habe. Und das ist Ursula Poznanski, Schatten. Der vierte und wahrscheinlich letzte Thriller in der Beatrice Kaspari-Reihe. Thriller-Krimi. Also es ist halt eine Kriminalgeschichte um halt eben ein Ermittlerduo. Beatrice Kaspari und Florin Wenniger bei der Polizei Salzburg. Ja, in diesem Buch geht es, also man kann die alle voneinander getrennt lesen. Der erste Band ist 5 und dann irgendwie geht es auch immer weiter. Das ist der erste Band heißt 5 und der letzte hier heißt jetzt eben Schatten. Man kann die alle voneinander getrennt lesen, die bauen lose aufeinander auf. Bei diesem Band würde es sich aber empfehlen, die anderen drei vorher gelesen zu haben, denn
Es kommt hier, also es werden hier Sachen erwähnt und Sachen wieder aufgelebt, die halt alle ein bisschen was mit ihrer Vergangenheit zu tun haben, von der viel in den vorherigen Bänden erwähnt wird und hier das nicht mehr ganz so groß aufgegriffen wird. Ja, es geht eben um zwei Morde, die Beatrice Caspari halt eben hier, ja, bei denen sie eben ermittelt, und sie stellt relativ schnell fest, dass die beiden Morde etwas gemeinsam haben, und das ist sie. Ja, also so das ganz klassische Konzept irgendwie. Die Ermittlerin ist irgendwie plötzlich Teil dieses, ja, Mordzyklus-Gedönse. Ich fand's richtig gut. Ich mag Ursula Poznanskis Schreibstil sehr gerne. Ich finde, der ist sehr abgeklärt, sehr schnell, und es ist wirklich, sie hält sich nicht auf. Also es geht wirklich einfach zack, 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 zack. Und das macht wirklich Spaß. Da kann man wirklich schnell einfach durchfliegen. Ein guter Thriller, ein guter Krimi auch. Wie gesagt, vermutlich der Abschlussband, gerade weil Ursula Poznanski nun ja mit der Vanitas-Thriller-Reihe angefangen hat, und ich könnte mir vorstellen, dass halt eben, ja, das als Abschlussband gedacht war, kommt auch ungefähr, also kommt auch hin, passt auch eigentlich als Abschlussband, es fühlt sich auch an wie ein Abschlussband. Kann ich auf jeden Fall auch, wie gesagt, nur empfehlen, wenn ihr so auf Krimis steht. Meine Oma liest die Reihe auch total gerne, nachdem ich die ihr empfohlen habe. Findet die auch super. Also, wenn ihr auf die Meinung von meiner Oma hören wollt, dann holt euch diese Bücher. Fangt an mit 5 und dann immer weiter. Ursula Poznanski, Schatten. So, und dann habe ich einen Reihenabschluss gelesen von einer Reihe, die mich jetzt dieses Jahr über begleitet hat, die ich dieses Jahr angefangen habe und jetzt auch beendet habe. Eine Reihe, die auf meiner 20 für 2020 Challenge-Liste komplett drauf stand. Die Rede ist von Die Tribute von Panem, und ich habe gelesen Flammender Zorn, die Trilogie von Suzanne Collins, die wahrscheinlich einfach alle von euch kennen und wo ich nicht darüber reden muss, worum es geht. Der letzte Band hat mir auch wieder gut gefallen. Ich finde, er kommt nicht an den ersten und zweiten Band ran. Beim ersten und zweiten Band wüsste ich jetzt nicht, welchen von beiden ich besser fand. Die fand ich beide grandios gut. Der dritte ist immer noch richtig, richtig gut, aber er kommt nicht ganz an die ersten beiden Bände ran. Aber er ist grandios gut, also es ist ein ganz toller Reihenabschluss. Also ich kannte die Geschichte, ich habe die Filme gesehen, aber trotzdem haben mir diese Bücher einfach wahnsinnig gut gefallen, und es war trotzdem super spannend und hat einfach super viel Spaß gemacht, obwohl ich wusste ja, wie es ausgeht. Ich muss sagen, dass ich finde, dass der Film einige Sachen besser macht als der dritte Band, also nur im dritten Band, macht der Film teilweise einige Sachen besser. Wobei hier natürlich das Buch den Vorteil hat, dass es aus Katniss Sicht geschrieben ist und wir natürlich so viel mehr von ihrem Innenleben mitbekommt. Also so gerade alles, was so mit Katniss zu tun hat, was mit ihrer Figur zu tun hat, das macht das Buch 1000-mal besser. Katniss im Buch ist mir wesentlich sympathischer als Katniss auf der Leinwand, was aber, wie gesagt, viel damit zu tun hat, dass wir ja nun mal auch hier ihre Gedanken lesen und ihre Gefühle wirklich verstehen und das auf der Leinwand natürlich nicht so rüberkommt, weil wir haben natürlich nicht Jennifer Lawrence, die uns die ganze Zeit im Off erzählt, was ihr Charakter gerade denkt. Das wäre auch ein bisschen nervig, aber das ist hier schon wesentlich besser gemacht. Eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Trilogie. Wirklich grandios gut. Wenn euch mehr interessiert, was ich so genau über diese Reihe denke, dann kann ich vielleicht auch mal so ein Spoiler-Video dazu machen, wo ich darüber rede, alles mit Spoilern und so weiter, Vergleich Film und Buch. Vielleicht interessiert euch das ja. Der Hype um diese Reihe ist ja jetzt auch schon ein bisschen weg. Also die ist ja schon ziemlich alt und die Filme sind ja auch schon ein paar Jahre raus. Aber vielleicht interessiert euch das ja. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann erzähle ich euch da mal meine spoilerhafte Meinung auch drüber. Ich denke ja mal, dass eigentlich fast alle diese Reihe gelesen haben, aber vielleicht ja nicht. So, und dann stand ja noch ein Entweder-Oder-Buch auf meiner Leseliste, falls ihr euch daran erinnert. Und ich habe mich kurz vor Ende August habe ich mich dann dazu entschieden, das längere von den beiden anzufangen. Und das habe ich auch noch nicht beendet. Und das ist Terry Goodkind, Der Tempel der Vier Winde, der vierte Band der Das Schwert der Wahrheit-Reihe. Ihr seht, ich bin gerade so bei, ja, einem guten Drittel von dem Buch. Und ja, ich hätte meine Leseliste komplett geschafft, wenn ich mich für das dünnere von den beiden entschieden habe. Nacht des Orakels von Paul Auster, was jetzt auf meine Leseliste für nächsten Monat gewandert ist. Aber ich hatte so Bock auf dieses Buch. Ich hatte da so unfassbar Lust drauf, dass ich gesagt habe, okay, nein, ich nehme jetzt das Buch. Und ich habe es im August angefangen und ihr seht, ich habe es noch nicht beendet. Ihr seht dieses Video wesentlich später, als dass ich es drehe. Gerade ist heute der 1. September, also ich sollte das so in den nächsten Tagen doch schon beendet haben. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall im September beenden, denn es ist nun mal schon September und ich habe es noch nicht durch.
Ich kann auf jeden Fall dazu sagen, schon mal, dass es mir bisher sehr, sehr gut gefällt. Aber mehr dazu sage ich dann in meinem Monatsrückblick für den September, weil das meiste von dem Buch werde ich nur mal im September lesen. Und das war's. Das waren alle Bücher, die ich im August gelesen habe. Hier sind sie noch einmal alle. Ein wirklich, ja, gelungener Mix irgendwie, muss ich sagen. Und es war auch kein Flop dabei. Also alle Bücher waren auf jeden Fall gut. Was mir von dir bleibt und Eisige Wellen von Lieber Dugo, das waren so die Lowlights, würde ich mal sagen. Der Rest waren eigentlich fast alles Highlights. Aber die anderen, die beiden Bücher waren trotzdem richtig gut. Also es war jetzt immer noch nicht schlecht. Vielleicht hätte mir, was mir von dir bleibt und Eisige Wellen, hätten mir vielleicht auch besser gefallen, wenn ich sie in einem Monat mit vielen schlechten Büchern gelesen hätte. Da ich aber nur mal sehr viele gute Bücher diesen Monat gelesen habe, ja, ist das, glaube ich, auch so mit daran schuld. Und das war's. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Bücher ihr so im August gelesen habt. Was war euer Highlight? Hattet ihr einen Flop dabei? Das interessiert mich. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und das war's dann für heute. Und ich sag bis dahin.